das recht. Jo, servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, bin heute wieder ein bisschen unterwegs. Ich will mich auch gar nicht zu lange aufhalten. Wir gehen so in 3-4 Stunden, sollte es stürmisch werden. Wir haben zwar schon Wind, ist aber noch safe, würde ich sagen. Das war ja gar nicht rausgegangen. Ich will da nur eine Kleinigkeit im Wald zischen. Dschungel ist selbstverständlich. Diesmal wieder ein bisschen an anderen Seiten, weiter weg von der Donau. Aber trotzdem nur eine Kleinigkeit essen, ein bisschen die Füße vertreten wieder mal. War jetzt eh wieder ein paar Tage nur daheim, weil es Wetter nicht hingehört hat. Aber macht nichts. Ja, ich nehme heute wieder mal mit der Action Cam auf. Wahrscheinlich das letzte Mal, habe aber auch diesmal das Funkmikro wieder mit, meine Hülle. Und ja, dazu, warum das wahrscheinlich das letzte Mal ist, sage ich euch später noch. Jetzt schauen wir mal weiter. Ja, auch da sieht man wieder, dass man da in ein paar Wochen, vielleicht in einem Monat, wahrscheinlich schon nichts mehr sieht. So dicht ist das alles. Bärlauch habt ihr ja schon gesehen, gibt es da herüben auch. Da ist er zwar noch nicht so hoch, aber macht ja nichts. Ein bisschen was haben wir gepflückt, kommt heute schon mehr Essen rein. Ja, war da alles super naturbelassen. Fällt um, bricht um, verhängt sie irgendwo. Oder so wie der dort, fällt einfach um, bleibt liegen. Geil, so muss das sein. Da fühle ich mich am wohlsten. Überall geracht und knarrt. Das Grüne kommt schon so schön raus. Herrlich. Echt super wieder mal. Schön ist die Wipfel im Wind. Auch nur super. Ja, ein bisschen versucht die Sonne da zum Durchkommen. Aber sie schafft es nicht. Ah, ja. Ich denke, ich habe da wieder ein schönes Platzl gefunden. Ich glaube, da lässt sie sich verweilen, da lasse ich mich nieder. Ja, Freunde, 60 haben wir es da gemütlich gemacht. Haben wir schon mal alles hergekriegt. Und zwar, es gibt heute Spaghetti mit so einer Sugo-Fleischsoße. Also es werden keine Spaghetti Carbonara oder so, oder mit Fleischding sein. Ich mache mir nur die Fleischsoße dazu. Ich habe mir allerdings die Spaghetti so in 3-4 cm lange schon zerbrochen vorher. Ist einfacher zu machen. Das Ganze mache ich heute wieder auf mein X-Boil und dazu möchte ich euch noch eins sagen, weil ich schon so viele in die Videos gesehen habe, die was die falsch zusammenbauen, da kann das Ärgste passieren. Es müsst wirklich die einrasten. Wenn ihr es eingesteckt habt, zieht es auseinander an den Halter. Wenn die nicht eingerast sind, springen euch die auf. Also, eine zurück und einrasten. Wollte ich nur sicherheitshalber sagen. Da kann wirklich so viel passieren. Es lädt euch den Spielrhythmus damit um oder alles und dann brennt der ganze Schaß. Zahlt sich ja nicht aus. Und das ist ja wirklich gut durchdacht und von daher haben wir den Erwähnungsnamen. Ich meine, die meisten werden es eh wissen, aber sicher ist sicher. Ja, dann gibt es noch was. Ich habe mir so einen Sitzauflag dazu gekauft zu meinen Bergen. Auch in den schönen Farben. Kann man schön aufklappen. Hat da einen D-Ring drauf. Kann man wirklich wunderschön zusammenlegen. Passt auch schön. Kann man überall aufhängen. Aber ich muss euch eins sagen, der glaube ich kostet 12 Euro. Aber wert ist das wirklich nicht. Also da bin ich von Helikon Tex enttäuscht. Das ist so dünn. Das ist ja Zeitung ist dicker. Also das hat mir ehrlich gesagt, da war ich etwas enttäuscht. Und der wird mir auch in Zukunft vielleicht nur im Hochsommer, dass ich mir irgendwo unterlege. Aber so wird mich der nicht begleiten. Da schaut schon anders aus mit dem Teil, was ich vom Markus gekriegt habe, von waldmann-outdoor.de. Also da sieht man schon mal einen Unterschied, wie dick das an. Der ist wirklich dick polstert. Kann man auch schön zusammenlegen mit Glätt, kann man da oben nochmal wo anhängen, wenn man will. Und auf den sitzt man wirklich um Welten besser, muss ich gestehen. Ich weiß aber auch nicht, was der kostet. Ich habe nicht geschaut, ist mir aber auch egal. Aber ich kaufe mir nicht irgendwo drum, wo ich dann nicht gut drauf sitze. Also, wollte ich nur auch erwähnt haben. Ich habe heute gar nicht mehr viel dabei, ich habe nur mein altes Glanz dabei.
das reicht mir eigentlich nur zum Drüberlegen. Und jo. So, aber jetzt riecht man mal ein bisschen her. Und mach, da riecht es nach Bärlauch, das ist gewaltig. Hauen wir mal ein bisschen die Spaghetti rein. Ja, ich hoffe, es beilt mir die Kamera nicht zu viel. Ich habe jetzt ein Beinstativ nur. Quasi ein Handystick und da haben wir so einen Erdspieß gemacht. Das will ich mal ein bisschen testen. Schauen wir mal, wie das geht. Das mache ich so nebenbei. Aber dazu mal in einem anderen Video mehr, wenn das ausgereift ist. So, ja, und jetzt warten wir mal, bis es soweit ist. Es kommt dann ja auch noch, ich habe es ja gesehen, ich habe einen Bärlauch gesucht. Schneide mal einen Stand zusammen, wenn es soweit ist. Na, und jetzt warten wir einfach an. Ja, vielleicht erzähle ich auch noch in der Zwischenzeit ein bisschen was, wird eh noch ein bisschen dauern. Ich habe am Anfang angesprochen, mein Sony, mein Actioncam DX3000, die steht zum Verkauf. Das wird, wie gesagt, das letzte Video damit werden. Falls wer Interesse hat, ich gebe es billiger her, ist ganz klar. Sie war bei mir im Einsatz, das brauche ich gar nicht ausschreiben. Und ist natürlich ein gebrauchtes Gerät. Und ja, falls wer Interesse habt, schreibt es mir auch. Meine E-Mail-Adresse kennt eh keiner, aber nicht, steht es im Impressum. Und dann gibt es natürlich auch ein paar Bügeln davon. Was ich gleich dazu sagen muss, in der Rückwand hinten habe ich natürlich ein Loch reingebohrt, weil ich mein externes Mikro meistens angeschlossen habe, weil ohne habe ich es eigentlich selten verwendet. Gut, beim letzten Mal, wie ich unterwegs war, habe ich es ohne gehabt, aber es ist ein einfacher externes, es ist ein externes, das klingt einfach besser. Wie gesagt, wenn mir Interesse hat, meldet euch, wenn nicht, ist auch kein Problem, aber ich werde mir was Neues bestellen. Gut, dann gibt es noch was. Normalerweise bin ich keiner, der was um Abos oder was bettelt. Ihr werdet das gesehen haben bei mir. Da werde ich nie gesagt haben, abonniert den Kanal, drückt die Glocken. Das ist nicht mein Ding normalerweise. Mache ich nicht. Und das ist eigentlich diesmal also eine kleine Sonderaktion. Ich habe heute die 6000 Abonnenten erreicht und da möchte ich eine kleine Verlosung starten. Und wenn da natürlich viel dabei sind, es wird 5 Teile geben. Ich sage jetzt noch nicht, was es gibt. Ich sage das erst in einem anderen Video. Aber es hat schon ein bisschen einen Wert, das ganze Zeug, was ich da anbiete. Ja, wie es halt so ist, wenn man die Analysen anschaut, was ich wirklich selten mache, weil es mich nicht wirklich interessiert. Aber wenn man dann sieht, dass eigentlich 40% Abonnenten sind und 60% schauen den Kanal, die was nicht abonniert haben, das tut halt schon ein bisschen weh. Man, wie gesagt, ich will nicht darum betteln, wer abonnieren will, ist das alles freiwillig. Und das war es auch schon wieder. Mehr will ich jetzt gar nicht mehr darüber erzählen. Also, es kennt mich, ich bin keiner, der was um was bettelt. Das brauche ich nicht, das mache ich nicht. Ich mache das, weil mir das taugt und weil es mir Spaß macht wieder. Und weil es etlichen von euch gefällt. So, und jetzt schauen wir, was meine Spaghetti machen. Jawohl, gut schaut's aus. So, da kommt ins kochende Wasser gleich mal ein bisschen eine Spezialmischung. Das kann gleich mitkochen. Perfekt. Ja, dann haben sich vielleicht auch schon manche überlegt, jetzt bleibt in der Dose so viel Spiritus über oder Bioethanol. Ja, Freund, entweder lasst es am Ausbrennen, das kostet eh alles am Pappenstiel. Oder ich habe da jetzt unlängst mit so einem alten Euroshop so ein Ding gefunden, einen Trichter zum Ausziehen. Ja, dann lasst es zurück, wenn es unbedingt wollt. Aber lasst sich gleich zusammenlegen. Ja, rauchen wir es wahrscheinlich nicht, weil lassen ausbrennen. Und die Sache hat sie. Ja, ein bisschen lassen wir noch. Vom Geschmack her gut. Und dann kommt ja noch eine kleine Geschmacksexplosion drauf. Mein Bärlauch. Ein kleines bisschen pur explodieren. Wahnsinn. Ja, ich habe die Kamera jetzt einmal auf Weitwinkel gestellt, da seht ihr einmal, was da alles drauf passt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel Grad die hat. 170, 160. Aber die Kamera steht jetzt von mir entfernt. 170, 180.
und ihr seht, was da alles drauf bringt. Ja, ich würde sagen, das ist okay. Wow, der gibt Stoff, bist du narrisch. Dann kommt jetzt noch ein bisschen ein Sugo dazu. Ich habe so ein Fleischsugo. So. Gut. Machen wir aus. Perfekt. So. Das kann man mit den Zangen alles schön machen. Pippi feinst. Schneiden wir sie ein bisschen am Bärlauch. Hoppala. Ein bisschen was geht mir. Ja, Freunde, das schaut aus, bist du narrisch, herrlich. Mm. Und heute machen wir es ganz exquisit. Mise Grau, wirst du noch kennen. Dein Löffel natürlich auch. Gut, der ist oft im Einsatz, den habe ich verdammt gern. Und da soll noch mal einer sagen, das schaut nicht aus vom Feinsten. Ja, aber ich werde statt den Löffel, werde ich gerne meine Grützangen nehmen. Kann man super nehmen. Hm. Freunde, wow. Ich sage jetzt nur mal Mahlzeit. Mhm. Perfekt für Nudeln zum Essen. Gefällt mir. Ja, mit diesen China-Stabeln kann ich nicht umgehen, da brich ich mir die Finger beim Messer, da verhungere ich dabei. Aber ich muss sagen, mit so einer Grützangen, gibt es was Besseres? Hm. Das war heute wirklich ausgezeichnet. Also das geht wirklich super, ich bin immer wieder überrascht. Ich komme von da, passt schon so. Und drauf. Ah, die Klinge sind schon wieder da. Da ist ein schwarzes Gold. Ich habe jetzt nicht geschaut. 2 Minuten, 2,5 Minuten, bis der fertig war. Echt super. So. Ja, in dem Sinn, wohlbekannter Gruß an meine Krankensesseln. Pass auf euch auf, gesund werden. Und natürlich an die ganzen Gesunden, werdet ihr nicht krank. Prost! Das wird auch beim nächsten Mal wieder daheim bleiben und das wird wieder mein Brenngel benutzt. Das ist mir auch lieber. So, da wir da heute lauter Mist eine haben, dann werden wir das einpacken und schmeißen wir das einfach so rein. Gut, ich werde das einmal schnell zusammenrichten und dann schalte ich wieder dazu. Passt, da haben wir heute nicht viel da, außer ein paar Schneeflocken. Flaum habe ich da auch nicht. Ja, und jetzt gehen wir halt schon langsam wieder zurück. Durch den Dschungel. Ja, Freunde, ich denke, da wird jetzt auch nicht mehr so viel Nervenaufregendes passieren. Ich bin nämlich eh fast am Auto. 4 Stunden, dann bin ich da. Ja, will mich aber gleich an dieser Stelle da von euch verabschieden. Ich glaube, es wird jetzt nichts mehr versammeln. Und sollte noch irgendwo sein, dass man ein Löwe oder ein Gepard vor die Flinten rennt, dann schalte ich euch wieder ein. Ja, in dem Sinn, altbewährter Spruch zum Abschied. Ich sage immer, danke fürs Dabeisein, danke fürs Mitlaufen, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und pfiat euch die Buben.